Okay. Das Amulett, der Ring. Der Ring, der Ring, der Ring, das passt. Jetzt haben wir halt hier noch Mana-Regeneration. Oh, warte mal. Wir können noch ein Talentkristall erstellen. So, dann können wir noch einen erhöhen. Zack. Mana-Regeneration. Aber irgendwie verändern die sich nicht so wirklich, hä? So. Alles klar. Schadenskristall hätte man noch. Und was haben wir hier? Multipfeilpräzision plus 2. Auf wen kann ich den ja nicht mehr, ne? Nee. Okay. Voila. So, dann haben wir hier Windstärke, Durchhaltevermögen. Das ist auch nicht schlecht. Da können wir 0 von. Da können wir 2 Talent Kristall draufpacken. Dann pass auf dann. Windstärke, Windstärke plus 10. Dann können wir den hier auflösen, komplett. So. Das sind Willensstärke plus 2. Dann nehmen wir da auch den Kristall raus, eindeutig. Das ist viel, viel besser, dass die anderen 2 Ringe. So. Ja, wie gesagt, das ist gerade nicht allzu spannend. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich beeil mich. So, Mana-Regeneration. Und dann können wir hier noch. Ja, so viele Kristalle haben wir halt doch nicht, ne? So, und hier Lebensregeneration, machen wir hier den Gewichtskristall drauf. Oder? Ja, was haben wir hier noch? Physische Resistenz. Ja, das sind die Dolche natürlich, klar. Trick, Schutzkristall. Ha. Gegenstände Stärke. Windstärke 2. Beschwörung 2. Okay, gut. Ja, das passt dann so. Dann noch packt man einfach noch den anderen Kristalle drauf. Hier, so, meinetwegen, fieser Trick. Und dann hätten wir den. Cool. Damit hätten wir alle Kristalle weg. So, das jetzt als Bogen. Dann tragen wir auch hier die Ringe. So, damit haben wir 4 voll. Und auch hier die Ringe. So, damit haben wir doch viel, viel bessere Dinge abgegriffen jetzt. Okay, na dann. Dann verkaufen wir noch schnell die paar Sachen hier. Gucken wir mal, was hat das hier? 1623. Okay, das ist nicht gut, nicht besser, meine ich. Ja, da sind wir momentan eigentlich mit der Rüstung sehr gut dran. Da sind wir schon aktuell. Wusste ich gar nicht. So, hier kommt, das können wir verkaufen. Die Ringe können weg. Das Amulett kann weg, das Schild. Das Ding tragen wir. Die 2 Ringe können weg. Bringt 15 nur. Ach du Scheiße, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. 320. Ja, gut, klar, die bringen natürlich auch nicht Kohle hier, ne? Andererseits will man die auch nicht unbedingt verkaufen, ne? Ja, schwierig. Okay, okay, wie viel Geld haben wir? 2200, das ist natürlich überhaupt nichts. Ja, räumen wir so Kauf, bla bla. Das sind scheiß Gelüge, die mir raushauen. So, das Maximalgewicht in 30, Waffenschmied plus 1. Magiebeherrschers, Alter, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen sie wieder was verdienen hier. Wappenrock, Willensstärke plus 5. Wo sind hier eigentlich die Dinger für unsere schwere Rüstung, sag mal. Ist eigentlich nochmal einen besseren Köcher? Bussard-Köcher? Nee. Gerade nicht so. Wir können auf einmal den Meisterstab der Wassermagie verwenden. Das könnten wir vielleicht tun. Dann müssen wir mit denen auseinanderlegen und ein bisschen mehr Geld besitzen. Da brauchen wir wie viel? 3000 irgendwas, gell? 3037 so rum. Ich habe 2200. Ich will jetzt auch meine Kristalle nicht verkaufen. Behalten wir mal lieber. Okay, wer hat eigentlich die coole Rüstung gehabt? Na gut, okay, dann sind wir erstmal fertig. Genug gehandelt. Halt, ich kann noch schnell unseren Dings hier anziehen. Dann verbessern wir hier noch. So, hier können wir noch verbessern. Unseren Hut. Und hier können wir noch verbessern, meinetwegen. Ah, das war natürlich jetzt nicht so geil. Ein paar von den Dingen hätte ich vielleicht doch gebraucht. Jo, ansonsten können wir jetzt hier nichts verbessern. Kann ich hier nicht noch?
Hier habe ich noch einen Kristall frei. Guck mal hier, Schutzkristall. Können wir hier meinetwegen noch gegen Gift was machen. Wer weiß, was uns hier für Gegner treffen. Und die haben wir Durchhaltvermögen und Alchemie. Die haben wir 24 gegen... Okay, hier haben wir nur... Okay, alles klar. Gut, okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir weitermachen hier. Natürlich als Krieger. Oh, die Rüstung ist schon recht geil, oder? Ganz schön krass. So, dann lass mal gucken, was wir überhaupt für Aufträge haben. Die Runensteine, das können wir mal hier lassen. Also Orner können wir allgemein mal einpacken hier. Wow, hier haben wir noch ganz schön viel Zeug zu machen. Verräter kämpfen, werde ich die eine so Leute. Vertrauensbruch, kranke Tante. Okay, Hartmann-Dor. Bildnekromantie, neuen Kleider. Liebesgelehrte Familienjuwelen, ich habe beschlossen, einen Auftrag anzunehmen. Schaden der Vergangenheit. Ein Platz im Wald. David habe ich beauftragt, ein Päckchen an einer bestimmten Stelle im Wald zu holen. Ich sollte dort hingehen. Übrigens, ich bin David. Ich bin in New Ashes angekommen und habe einen gewissen David getroffen. Er ist offenbar mit allen Wassern gewaschen und könnte mir nützlich sein. Aber erst soll ich ein Päckchen für ihn abholen. Dann kann er mir womöglich mit seinen Kontakten weiterhelfen. Okay, und New Ashes exklusive Schirme. Komm, wir machen mal die Schirmchen. Das ist doch nicht so weit weg. Das klingt außerdem ganz lustig. Ich meine, Schirme, die Leute auffressen, das ist schon nicht normal, ne? Wow! Alter, 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 was seid ihr denn für Viecher? Ah. Wow, die sind doch nicht gerade schwach. Krass, was sind das für Viecher, Alter? Untoter Schirm. Ihr habt gar keinen Schirm, rum zu fleuchten, zu kreuchen, weil die Seuche. Okay, zwei sind's noch. Einer, das ist noch gar nicht für uns. Boah, okay, viel Damage waren sie nicht. Also nicht tödlichen sofort. Aber die sind ganz schön stark, Mensch. Die halten aus, so. So, trinken wir mal schnell ein. So, okay, jetzt haben wir ihn gleich. Und, badaboom. Okay, doch noch nicht. Ja, komm, einschlafen. Zack. Und dann bist du es noch. Sie sind gegen scharfe Waffen. Wir können ja mal ein bisschen was rumprobieren. Wow. Das schlucken sie gut. Will ich mal meinen. Wow, nicht schlecht. Ach, deswegen sind sie auch so resistent. Ja, okay, verstehe. Sie sind einfach gegen meine scharfe Waffe. Können sie natürlich, ne? Stimmt, nicht schlecht. Das sind doch aber keine Schirme, das muss man doch sehen. Also Schirme sehen für mich anders aus. Das Haus ist nun sicher. Guck, das sind Schirme. Und das sind Schirme, aber doch nicht das... Okay, und sonst gibt's hier nichts. Nichts zum Mitnehmen, nichts zum... Ach, das ist doch scheiße. Nicht mal die Schirme kann ich durchsuchen. So gern ich das getan hätte. So, was ist jetzt in 50 Metern noch? Ach so, da ist ja noch ein Haus, ne? Das waren ja nicht die einzig Betroffenen. Oder soll ich jetzt mit allen sprechen? Ich weiß es gerade nicht. Nein, nein, mit dir. Was hast du in meinem Haus verloren? Hä? Verzeihung, ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Oro... Irgendwas. Nun, der ist ganz offensichtlich nicht zu Hause. Kann ich ihm irgendetwas ausrichten? Ich soll Schirme töten. Ich bin hier, weil ich ihn warnen will. Es geht um... Also... seinen Regenschirm. Du bist doch nicht gekommen, um ihm zu sagen, dass es regnen wird. Nein, also... Er hat seinen Schirm mitgenommen, falls du dir deswegen Sorgen Ach, machst. Ach, das ist aber schön. Nicht direkt. Weißt du, wo er hingegangen ist? Auf seine abscheuliche Ausstellung. Ah. Aber ein Glück... Denn so muss ich ausnahmsweise mal keinen Vogeldreck wegputzen. Hm. Klingt vorteilhaft. Wohl wahr. Haben dich die Leute von dem Schirmladen tatsächlich den ganzen Weg hierher geschickt? Ich meine, nur um zu sagen, dass es regnet? Ja, das haben sie. Ich war noch nie auf einer Ausstellung. Weißt du, wo sie ist? Ja, das wäre nett, wenn du mir das sagst. Hier ist die Adresse. Aber wenn du mich fragst, hättest du in deinem Schirmladen garantiert mehr Spaß. Danke. Das war ja auch ein sehr interessantes Gespräch. Oh, guck mal. Und wieder nichts zum Diskussion. Was sind denn das hier für Häuser? Könnten wir schon wieder gar nicht die Stadt. So, 27 Meter ist gleich um die Ecke. Ja, ui. Wow, ich hänge auch an jedem fest. So, und hier sind jetzt 1500 Schirme, oder? Überall tote Vögel. Der angriffsblutige Schirm ist durchgedreht. Ja, man sieht's. So ein Elender. Wow, wie ich die Vögel hier durch die Gegend schicke. Das ist natürlich nicht schön. Aber wir können jeden einzelnen durchsuchen. Das ist natürlich hammerhart. Ja, ich bin sehr, sehr pietätvoll. Man sieht's. Hier durch die Gegend schubse. Hey, lass das, Freund. Schön, doch, ich sag dir. So, was lass ich noch einmal durchgehen. Zack. Das hast du nämlich davon.
So, ja. Pass auf, jetzt gebe ich dir mal den Rest hier, Freundchen. Ey, geh mal zum Magier. Ah, Wasser kann sie gar nicht, gell? Findest du scheiße und so. Oh, scheiße. Ah, ich habe sogar vielleicht getroffen. Nee, habe ich nicht. B. So, okay, ich habe gedacht, mit Wassermagie könnte ich ihn jetzt schnell besiegen, aber wir machen es einfach so. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Wer ist da? Ich. Sieht man doch. Ich bin im Auftrag von Umbrella Heaven hier. Ist alles in bester Ordnung? Du meinst außer der Tatsache, dass euer Schirm mein Leben ruiniert hat? Oh, meine Vögel. Jetzt schau sich das einer nur an. Na, jetzt. Er hat vielleicht dein Leben ruiniert, aber wenigstens bist du noch munter genug, um dich darüber zu beklagen. Andere hatten weniger. Ich wollte schon sagen, Freundchen, pass mal auf hier. Du meinst, sie sind tot. Also, wenn du deine Wunden lecken willst... Bitte mach nur. Na schön, vielen Dank. Aber was ist mit meinen Vögeln? Da geh neu fangen. Sie haben dir das Leben gerettet. Warum gehst du nicht nach Hause und verbringst ein wenig mehr Zeit mit deiner Tochter? Ja, das ist besser. Kannst mir später danken. Tschüss. Berichte Pluvia über die erfolgreiche Schirmjagd. Ey, wie das klingt. Schirmjagd, also. Hoffentlich lohnt sich's. Geierfeder. Verlängert Dauer um eine Minute. Ja, so viel mache ich mit Alchemie jetzt noch wieder nicht. Kriege ich jetzt überall Federn. Papagei, ey. Ich halte schwere Wunden 1000 zu 100. Nice. Ich gucke mir das gerade nur an, was so ein paar Vögel dabei haben. Nix. Alles klar. Weiß Bescheid. So, dann lass mich mal raus hier. Schluck auf gerade. So, dann wollen wir mal in den Laden zurückgehen und unsere Belohnung holen. Haben wir uns ja redlich Hey, ich weiß. Entschuldigung. So, rein hier. Na, es war doch zu erwarten. Was macht ihr denn, Leute, mit euren Schirmen? Ihr solltet doch einfach nur ein wenig Stoff oder Papier an einen Stab binden oder was auch immer man da tut. Ich weiß nicht, wie man einen Schirm baut. Ich habe bisher noch keinen Schirm gebaut. Oh, guck mal. Oh, greif mich doch mal nicht an, wenn ich dich verzaubern will. Stückchen. Das ist ja klasse. Guck mal, das kostet uns kaum Mana. Macht ja auch nicht Damage, also. Bisschen mehr als unser Stab. Guck dir das mal an, ey. Wir sind als Magier ja doch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Finde ich gut. Mittlerer Präzisionstrank. Aber nirgendwo Truhen. Was ist mit dieser verdammten Stadt? Oh, eine Truhe. Hi. Den Göttern sei Dank. Bitte. Du wolltest sie doch alle verbrennen. Hab ich auch. Die meisten davon jedenfalls. Ich konnte diese wunderbare Arbeit doch nicht ganz vernichten. Seid ihr so blind, oder? Ich hab die Schirme unschädlich gemacht. Ich meine die, die deine Kunden angegriffen haben. Alle anderen weiß ich noch nicht, wie viele es. Aber ich konnte Professor Meer nicht finden. Ich glaube, er ist an der Universität. Aber ich danke dir, dass du dich um die Sache gekümmert hast. Ja, erstmal Stress machen, ne? Oh mein Gott, er könnte sterben, Mama. Kann sein, dass es hier noch jemanden gibt, der mich bezahlt. Ach ja. Ach so, ja. 3000. Ich würde sagen 3000. Wie hört sich das an? Sehr angenehm. Ich hätte weniger erwartet, um ihr... Sag doch sowas nicht! Bedank dich bei meiner hohen Gewinnmarge. Ich wette, diese Geier von der Gilde waren schon hinter meinem Geld her. Wollten es sich von meiner Leiche holen, nehme ich an. Naja, bei mir ist besser aufgehoben, sag vermutlich mal so. Vermutlich. Vielleicht hättest du dich in Zukunft an vertrauenswürdige Bezugsquellen. Dankeschön. Ich lasse dich mal durch, damit ich hier in die Truhe kann, ne? Sie sagt keinen Ton dagegen. Finde ich gut. Guck jetzt da nicht her. Und von Umbrella. Ah, toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich bin ja so froh, dass ich das durchsucht habe. Ach, fuck this shit. So, wir haben jetzt ein bisschen Kohle bekommen. Kohle. Und gucken wir, ob wir hier was einkaufen können. Gibt's denn hier irgendwas Schönes? Kann nur an Magiegewinnen angebracht werden. Sag mal, krieg ich denn nicht mal irgendwann wieder mal was für meine dicke, fette Rüstung hier? Ja, nichts, ja. Oh, hier, ein Bogen mit Präzision. Ne, Durchhaltevermögen plus 3. Na ja, gut, da haben wir inzwischen schon genug. Okay. Bei mir liegt das richtig. Oh, was ist das? Wo hast du denn her? Gib mir auch so ein Ding hier. Fett, Alter. Ich würde mal so sagen, wenn wir die finden, dann kaufen wir die hoch. Die haben ja überhaupt nicht so was in der Art, ja? Nein. Nicht mal im Ansatz. Und du, dich habe ich noch gar nicht angeguckt. Hast du Dolche und so ein Scheiß. Alles klar.
Ist das wirklich der Marktplatz hier? Das ist